So, meine Damen und Herren, da kommen wir wieder zurück zu ja, Formel 1 unserer Season 7, Runde 2. Und ja, ich mache eine kleine Änderung. Und zwar, ändern wir jetzt unsere. Hier ist unsere Dings hier, unsere Anzüge. Und zwar nehmen wir nämlich jetzt mal einen anderen Anzug, den ich jetzt über den VIP-Pass mit freigeschaltet habe. Die neuen Handschuhe sind natürlich jetzt nicht mit dabei, ne? Ja, da können wir aber. Was ist so? Nee. Da können wir eigentlich die Handschuhe so lassen. Funkspruch haben wir auch neu gekriegt. Hat irgendwer ein Problem damit? Mir egal. Das war's, Leute. Das war's, Leute. Hat irgendwer ein Problem damit? Mir egal. Okay, kann mir irgendwer sagen, wie man dieses Ding anhält? Ich bin on fire. Yes. Lasst was hören, Leute. So, wir bleiben aber bei dem. Und dann gehen wir für die restliche Season auch mit der Lackierung anders. Und zwar Oldschool-Style Renault. Wir haben noch ein paar mehr freigeschaltet. Wir haben zum Beispiel den freigeschaltet. Ein bisschen aus dem Vorgänger von, was, Ayrton Senna oder sowas. Hatten wir auch schon. Bei den haben wir noch den freigeschaltet. Der ist ja so und der, die könnten sich praktisch, die nehmen sich nichts viel. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt praktisch Renault Oldschool Style für den Rest der Season. Und auch der wahrscheinlich noch für Season 8, 9 und 10 auch. Und wir kommen mal gleich sowieso zum Season Pass hin, VIP Pass. Dann kann ich euch ja sagen, wie ich da so weit hochgekommen bin. Und wie man kann es ja schon so weit sagen, ich bin vorhin in der PS4-Version gefahren. Ich habe da die Fahrerkarriere gemacht, habe da glaube ich 5 oder 6 Rennen in der F2 Season angefangen. Dann bin ich da ein bisschen hochgefahren und dann kriegt ihr immer halt unten, wenn ihr den VIP-Pass habt, kriegt ihr da dreimal 2500 Pitpoints gut geschrieben und oben auf den normalen halt nur einmal 2500, so dass man da 10.000 Pitpoints freischaltet oder freischalten kann. Und nein, ich bin noch nicht durch. Ich hab jetzt mal gerade 7.500 Punkte erstmal freigeschaltet davon und ich hatte schon 1000, das heißt, ich habe 8500 Pitpoints verbraucht. Nachdem ich allerdings schon erst ab Stufe 9 oder 10 schon war, oder 12, also ich war irgendwo zwischen 8 und Stufe 12, gehen wir mal von aus, ich war Stufe 10 oder sowas. Da habe ich dann erst angefangen, die Pitpoints zu verbrauchen. Und das werde ich dann auch so machen, wenn ich den gleich nochmal dann weiterfahre und ich kriege dann nochmal 2500 Points, dass ich mir dann vielleicht eine Lackierung kaufe, dann nochmal oder sowas. Auf jeden Fall gebe ich dann in Formel 1 keine Ränge mehr aus für VIP, weil ich momentan, wie gesagt, beim
Augenmerk nicht auf Formel 1 an sich momentan mehr liegt, so wie es letztes Jahr noch der Stand der Dinge war, sondern also mein Hauptziel mehr der praktisch steckt bei Daylight, so dass ich hier praktisch die Pitpoints, die ich hier kriege, einfach noch ausgebe und dann war es das. Und am Ende werde ich wahrscheinlich nochmal 2500 Pitpoints übrig haben. Und die werde ich dann halt dementsprechend in, ja, dann halt so eine Lackierung rauskriegen. Und wie gesagt, im nächsten VIP-Pass, der dann halt in Ormond erst, glaube ich, in 50 Tagen plus kommt, kriege ich ja Minimum einmal 2500. Und da gebe ich dann halt auch schon das Geld für eine Lackierung oder für einen Helm oder mal für einen Funkspruch aus, aber ohne dabei dann wieder ja, Geld auszugeben in dem Jahr. Ein bisschen ungewohnt, die Renault-Farben von 2005 und 2006 zu sehen. Auch ungewohnt ist es wieder mit einem F1 Auto zu fahren. Wie gesagt, F2 Season hat ja nur 6 Gänge. Und hier haben wir ja 2 Gänge mehr. Fantastic. You've got pole. Hier, das meine ich. Und da gibt es auf Rang 29 wieder Pitpoints. Aber wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen. Aber bis ich da wieder hinkomme, dauert natürlich jetzt mehrere Rennen wieder. Das war auch schon gut, dass praktisch neben dem Auto-Lackierung auch der Anzug-Lackierung mit drin war. Schade, dass die Handschuhe nicht drin sind. Mal gucken, vielleicht kommen sie doch noch. Aber ich habe die Handschuhe nämlich noch nicht gesehen. Vielleicht kann man sich die Handschuhe auch über einen Item-Shop kaufen. Und ich habe ihn aber um Umkehrschluss die Speicherstände von der PSP in Form Willkommen zum großen der Karriere wieder gelöscht, also Endgame gelöscht und nicht Systemspeicher gelöscht. Hier holte sich Max Verstappen 2016 den ersten Sieg in seinem allerersten Rennen für Red Bull nach einer dramatischen Kollision von Lewis Hamilton und Nico Rosberg direkt nach dem Start. Und vielleicht gibt es ja auch heute wieder solche Momente, die es in unsere Notizbücher schaffen werden. Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist 4,65 Kilometer lang und allen Fahrern von den Wintertests natürlich bestens bekannt. Das A und O ist hier Abtrieb. Er muss passen, vor allen Dingen dann, wenn es in die Kurve 9 geht, die, vorausgesetzt das Auto liegt gut, Vollgas genommen werden kann. Und wie immer sitzt heute Stefan Römer neben mir in der Kommentatorenkabine. Erklär doch mal ganz kurz, was genau die Fahrer tun werden, um das Gerangel bei Kurve 1 zu überstehen. Naja, Heiko, man muss mit dem Gaspedal schon etwas aufpassen. Man muss diszipliniert bleiben und darf nicht versuchen, das Rennen schon in der ersten Runde zu gewinnen. Manchmal muss man auch den Fuß vom Gas nehmen, um den Abstand zu den anderen zu vergrößern. Ein bisschen wie jetzt halt als Renault Livery zu sehen. Zu bremsen, aber es ist auch ein leichter Weg, seinen Frontflügel zu verlieren. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Miss Monaco startet aus der Pole Position und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom zweiten Platz.
Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Gasly, Leclerc, George Russell und Verstappen. Bottas, Norris, Giovinazzi und Christian Lundgaard, Stroll, Tsunoda, Daniel Ricciardo und Ticktum, Latifi, Ocon, Luca Giotto und Mick Schumacher, Eilert, Zhou, Sportsman und Nikita Mazepin. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. After the points finish last race. Ah, Sainz, ich hole dich von außen, über außen. Ja, geht gut. Das hat man schon wieder, nice. Mal gucken, vielleicht fahren wir dann auch ab Season 8 dann mit Renault-Motor. Ist schon ein anderes Feeling, wenn man die Strecken mit dem F2-Auto fährt oder mit dem F1-Auto. Good job. That was the fastest lap of the race so far. 12.000 mal gesagt, über 11.000 Umdrehungen. Und mit dem F2-Auto kam ich, glaube ich, jetzt weiß nicht, über 8.000 oder gerade so unter 9.000. Also sind auch schon Pi mal Daumen so 3.000 bis 4.000 Umdrehungen Unterschied. Und halt, dass halt ein F1 Auto zwei Gänge mehr hat.
our teammate by 14.7 seconds. Was sagt jemand, ob wir nach der Aufnahme-Session mal eine Trophäenliste aktualisieren, dass ich in Formel 1 der PS4-Version, glaube ich, 2 oder 3 Trophäen gekriegt habe. Vorhin. Du kannst mir nicht sagen, dass es eine andere Lackierung ist, außer von Renault. Ja, wer 2005 und 2006 die Formel 1 geguckt hat, weiß noch, dass die Renault Colors war, also die Renault Liveries. Die drei Bestplatzierten, die sich zur Siegerehrung begeben. Dies kann man einfach nur als einen fantastischen Tag für die Formel 1 bezeichnen. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste. Miss Monaco vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Lance Stroll hat heute eine beeindruckende Leistung abgeliefert. Sein Team und seine Fans werden zweifellos extrem stolz sein. Es ist Zeit, einen Blick auf... Ich werde wahrscheinlich dann die Folge normalerweise... Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Okay, erste Fragen. Sie übertreffen alle Erwartungen, die man an Sie gestellt hat. Kann sie noch irgendetwas aufhalten? Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? Danke für den Kommentar. Dass ich, weil ich kenne, normalerweise mache ich es dann so, dass eine neue Season anfängt, dass ich das erste Video mal schreibe, was ich Part XY Beginn der XY Season. Season 5, 6, 4, 3, 2, 1 und halt Part XY Ende der Season 5, 6, 7, 8 etc.
Und halt dazwischen halt einfach nur fortlaufen. Die nennen dann halt, was ich Part 1, Beginn des Season 1 und halt Part 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bis dann halt kommt Part so und so, Ende Season 1. Dass ich jetzt das Video hier, bin dann einfach Part 2, neue Lackierung oder neue Teamfarben oder sowas in der Richtung. Dass ihr dann wisst, okay, dass ich einmal geändert habe. Ihr habt auch gesehen, dass es Season 2 ist. Season 2, 7 ist. Season 7 das zweite Rennen war und ich nicht so gecuttet habe oder sowas. Aber trotzdem werde ich das Video separat halt benennen, dass es halt da eine Änderung gab. Mich das auch bei immer wundert. Ein gutes, stabiles Einkommen. Du solltest dich entscheiden, was wir mit unserer Gewinnspanne machen. Welche Abteilungen von dem Geld profitieren könnten. Auch ungewohnt zu sehen, dass die Reifen von F2 zu F1 breiter werden. F2 Reifen sind vorne ein bisschen schmaler. Hauptquartier zu sein und ich muss schon sagen, seit unserem letzten Besuch hat sich hier viel geändert. Also hier meine Fragen, legen wir los. Sie sind in einem früheren Interview auf das Thema seelische Gesundheit im Sport eingegangen und haben erwähnt, dass Sie in Ihrem Hauptquartier ein Programm für seelische Gesundheit ins Leben gerufen haben. Was hat Sie dazu... Bei einer aktuellen Umfrage wurde ermittelt, dass Sie von allen Formel-1-Teams die zufriedensten Angestellten haben. Was für eine Wir sind neulich bei einer Formel-1-Wohltätigkeits... Ich habe mir gerade die neueste Ausgabe des MXF-Magazins geholt und sehen Sie mal, wer auf der Titelseite ist. Wie war es so für Ihren Teamkollegen, mit diesen Leuten zu arbeiten? Es muss harte Arbeit gewesen sein, aber jetzt haben Sie endlich einen Wagen, der einen Konstrukteurstitel verdienen würde. War der Weg dahin so, wie Sie es sich vorgestellt hatten? Ich danke vielmals für das Gespräch. Es war wie immer eine Riesenfreude. Entschuldigung. Es ist zwar schön, große Beträge auf dem Kontostand zu haben, aber wenn wir das Geld nicht verwenden, haben wir nichts davon. Lass uns ein bisschen was ausgeben. Unser Fahrer scheint ein Problem zu haben. Du wirst benötigt. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Die Abteilung weiß das zu schätzen. Machen. Ach, dann kommt erstmal die Season Pause, okay? Und ihr kennt es ja nicht anders, dass ich mich jetzt an dieser Stelle bis hierhin fürs Zugucken bedanke und wir werden uns an dieser Stelle in der nächsten Folge uns hier im dritten Rennen unserer siebten Season mit neuer Lackierung wiedersehen.